Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind in der letzten Folge ganz schön in Bedrängnis geraten. Einerseits durch die Zombies da oben und andererseits hätte uns der Hunger fast umgebracht. Das war alles nicht so schön, aber wir haben es zum Glück nochmal geschafft. So, ich wollte mir erstmal einen neuen Baseballschläger machen, weil der alte ist so gut wie hinüber. Von daher machen wir uns hier gleich mal einen neuen. Und dann hier nochmal einen modifizierten draus. Wir könnten uns eventuell auch mal einen Bogen machen. Aber bevor wir uns jetzt die Taschen voll machen, würde ich ganz gerne erstmal die Kiste hinten wieder looten, wo wir unser ganzes Zeug reingepackt haben. Ihr erinnert euch. Den Dolch können wir auch mal rauspacken. Die Granate wiegt ein Kilo. Naja, gut, das geht noch. So, okay. Dann räumen wir bloß noch mal ganz kurz hier oben das Menü auf. Das nervt mich immer etwas. Den Hammer können wir auch hier lassen. Den brauchen wir doch so oder so. Nur wenn wir hier im Zug sind und etwas bauen möchten. So, dann haben wir erstmal das. Dann hauen wir uns hier nochmal kurz das mit hin. Können wir das nicht übereinander? Ah nein, 5er-Stack ist anscheinend das Höchste, was... Das Höchste der Gefühle. So, wir haben es schon wieder fast 14 Uhr. Ich würde sagen, wir fahren den Zug jetzt mal ein Stück vor. Dass wir nicht immer so viel Zeit brauchen. Bis wir hierher gelaufen sind. Ich habe etwas Angst, dass ich zu langsam bin. Dass ich mich zu viel umgucke und wir deswegen irgendwann verhungern. Weil wir einfach alles leer gelootet haben. Und hätten vielleicht schon längst im nächsten Dorf sein müssen. Ich hoffe natürlich nicht, dass das der Fall ist. So, das war ja hier vorne nach der Erhöhung, ne? Genau. Ein kleines Stück, ich denke mal jetzt ungefähr. Ah, ne, kleines Stück müssen wir noch. So viel zum Thema, wir sind wahrscheinlich zu langsam. Komm, fahr. Ich weiß gar nicht, wo der Tankdeckel war. Sehen wir das von hier? Ne, ne? Naja, ich mache jetzt einfach mal Stopp. Mal gucken. Wird schon irgendwie hinhauen. Ach, also, hätte man es geiler machen können? Ich glaube nicht. Es gibt eine Zapfsäule an dem Bahnhof und mir geht das Benzin aus. Ich muss auf jeden Fall tanken. Ja, das denke ich auch. Dann hauen wir hier mal den Rüssel rein. 3800 Liter sind drin. Und Attacke. Hallo? Och nein, warum geht das nicht? Gedrückt halten? Nö. Hm. Komisch. Müssen wir eventuell doch noch etwas erledigen, bevor das funktioniert. Wir lassen das jetzt erstmal so. Vielleicht dauert es ja nur eine Zeit, wurde lange nicht gezapft. Muss erstmal wieder sich ein bisschen einzapfen. Okay, 14.22 Uhr haben wir es. Dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt da hinten die Box wieder. Und schauen dann vielleicht nochmal hier drüben die Autos an. Na, wo ist er denn? Ich höre nur jemanden, aber ich sehe keinen. Die Autos haben wir ja soweit schon alle durchgeguckt. Da hinten ist noch so eine Frau. Die holen wir uns später, die möchte ich jetzt noch nicht angreifen, die nervt immer mit ihrer Rumgekotzerei. Da kommt mir doch glatt die Galle. So, trinken technisch geht, aber wir könnten noch mal was essen. Wir haben natürlich nichts mehr einstecken, jawohl. Äußerst ungünstig. Ja komm, immer noch ein Energy, ja. Wir trinken, obwohl, nee, fürs Rennen trinke ich den jetzt nicht. Ich heb mir den wirklich lieber mal später auf für Kämpfe mit mehreren Zombies. Da kann das wirklich Gold wert sein. Auch wenn ich es am Anfang nicht zu schätzen gewusst habe, den Energy. Weil ich dachte, dass er nur einmalig was auffüllt, aber dass es natürlich die Regeneration pusht. Habe ich am Anfang nicht erwartet oder einfach überlesen. So, 25 von 32 Kilo. Dann könnten wir... Ah, es ist 15 Uhr, es wird bald dunkel.
Hier oben war noch ein Haus. Komm, wir gucken mal ganz schnell da hoch. Oder war das hier oben? Auf jeden Fall gab es noch ein Häuschen. Ach, hier oben. Okay. Hier schon reingeguckt? Anscheinend schon. Oder es war einfach nichts drin. Gut, ich trinke doch ein Energy. Was soll's? Sonst haben wir hier gleich wieder mit der Zeit zu kämpfen. Ich hoffe jetzt einfach mal ganz stark, dass wir da oben was zu futtern finden. Ansonsten wird das schon wieder ganz schön knapp. Ah, wir haben im Zug zum Glück noch was. Ich würde mich auch einfach gern mal hier in die Sonne legen und mal etwas entspannen. Aber so hungrig wie der Typ ist... Ach du Scheiße, ein Vetter. Na komm. Ach Mensch, warum hält denn der so viel aus? Vielleicht sollte man mal schlagen. Ui, das ist aber schwer zu treffen. Okay. Der Schlag hat es wahrscheinlich gebracht. Ja, ja, mein Guter, alles gut, du kommst auch noch dran. Beim ersten Mal seinem Kollegen zugucken, wie er abgeschossen wird und erst danach dann Stress machen. Sehr, sehr loyal, die Zombies untereinander. Gehen wir hier hoch? Jo. Ah nein, ein schneller. Geh weg. Jawohl. So wird's gemacht. Wenn das mal nicht nahezu perfekt war, dann weiß ich auch nicht. Das ist aber kein... Ist das ein schneller? Nee. Das... Ah nein. Was ist denn das? Ein Typ mit Hut. Also mit Helm, nicht mit Hut. Hut wäre ja noch schön. Ach, scheiße. Also doch Polizisten, die hier am Start waren. Okay, aber er sieht gefährlicher aus, als er eigentlich ist. Er hat ein bisschen Angst. So gerüstet oder gepanzert, wie er aussah. Dass der uns jetzt große Probleme bereitet, aber es war nicht der Fall. So, ich höre hier auf jeden Fall schon wieder Schritte. Noch eine... Nein, wir können die Granate nicht aufnehmen. Ach, das ist aber ärgerlich. Wir haben die generell noch nicht... Ah, wir sind schon wieder komplett voll... Ne, wir müssen nochmal hier hoch. Das bringt leider nichts. Gucken nochmal kurz hier rein. Ich höre auf jeden Fall noch Schritte. Uah! Warum erschrecke ich denn so? Ich sag vor allem noch, ich höre Schritte. Ey! Sag mal! Mann, Mann, Mann. Gut, wir müssen erstmal zurück. Es wird ja auch dann bald dunkel. Was soll's? Schade. Rückzug brauchen wir zum Glück nicht ganz so lange. Oh nein, nein. Komm wieder hier hoch. In den Wald wollte ich nicht unbedingt runter, aber hier. Wir müssen in Zukunft vielleicht doch mehr auf Stärke gehen. Das nervt ganz schön mit der Überladenheit. Vor allem kostet es auch jedes Mal Zeit ohne Ende. Okay, wir müssen noch so einen Energy trinken, sonst... So einen Energy Drink trinken. Sonst werden wir bald verhungern und wir haben auch nichts zu essen gefunden da oben. Vielleicht hätte ich noch mal länger gucken sollen. Ach, verdammt. Und wir haben schon wieder nur noch 9%. Ganz, ganz schlecht. Wir laufen mal wieder hier oben über den Berg drüber. Dann sind wir, glaube ich, einen Ticken schneller. Sieben Prozent. Das wird schon wieder sehr, sehr knapp. Aber vorhin hatten wir ja auch mit 0% zum Glück noch bestimmt 1-2 Minuten Zeit, bevor was passiert ist. Also ich weiß nicht wie lange. Es sah dann schon sehr, sehr dunkel aus im Bild. Aber wir sind zumindest nicht gestorben. So, komm hier runter mit dir. Los, Attacke. 4%, das wird ganz schön knapp. Prozent. Oh oh. Wirklich, so viel ist doch kein Mensch. Ich habe mir vor 10 Minuten ein paar Schokoriegel reingehauen und alles war gut. Ah, Zombie, mit dir möchte ich gerade nicht kämpfen. Tut mir leid, mein Guter, aber oh nein, es wird schon wieder dunkel. Also im Sichtfeld. Door closed, natürlich. Door closed, wieso denn das? Hä? Kommen wir jetzt nicht mehr an unseren. Ach doch, hier oben. So, ganz schnell. Hier, futtern, futtern, futtern. Gib mir was. Ich bin überladen. Ja, natürlich bin ich überladen. Trotzdem habe ich Hunger. Pack doch jetzt das Zeug hier rein.
und gib mir das. Ja, jetzt, Mensch. Da hat man es einmal eilig. Da meint das Spiel nicht gut mit einem. Erst die Türen zu und dann auch noch überladen. So, ein Glück. Also mit der Nahrung macht mir wirklich zu schaffen. Mit dem Trinken ist alles in Ordnung. Wenn wir mal wieder einen Fluss finden, ist ja auch alles gut. Aber mit dem Essen macht mir ganz schön Sorgen. Ich würde sagen, wir bauen uns vielleicht nochmal so ein Ding hier. Da müssen wir das Holz wieder einpacken. Ich möchte ja nicht alles einpacken. Nimm doch einfach so viel mit, wie geht. Come on, ich bin immer noch überladen. You will be overloaded. Wie viel wiegt denn das? Dann nehmen wir halt nur ein bisschen was mit. Ja, reicht mir doch. Bin noch gar nicht so anspruchsvoll. So, wir bauen uns noch so ein Beet. Kartoffeln haben wir ja schließlich noch. Dann wäre es mir wirklich ganz lieb, wenn wir uns hier so eine kleine Farm bauen. Dass wir genügend Kartoffeln zusammenkriegen. Damit wir hier einigermaßen mit der Nahrung zurechtkommen. Okay, haben wir. Kartoffeln waren hier drin. Und die nächste, ich würde sagen, wir bauen uns gleich noch eins. Bauen wir die gleich direkt gegenüber, ne? Also zumindest so grob gegenüber. Ja, sollte ungefähr hinhauen. Und los, da haben wir es. Und dann pflanzen wir die nochmal hier rein. Dann haben wir zumindest erstmal die drei Sachen. Das sollte ja soweit erstmal passen. So, wir haben immer noch Hunger wie Sau. Können wir noch essen? Wir haben noch die Schokoriegel. Das war es dann aber auch schon wieder fast. So, wir leben um 18 Uhr. Also können wir auf jeden Fall erstmal wieder 12 Stunden schlafen gehen. Und dann geht's mit neuer Energie weiter. Dann holen wir uns den Rest da oben noch aus der Kiste und vor allem auch aus dem Haus. Ah, es ist noch duster. Es ist früh um 6. Nein, nicht nochmal schlafen. Okay, wir haben Hunger und wir haben Durst. Okay, aber es wird langsam hell, das passt von der Zeit. Wir müssen jetzt unbedingt Essen finden, weil die Kartoffeln sind ja immer noch nicht... Oh doch, die eine ist, glaube ich, fertig. Vielleicht bringt... Nein! Oh, shit. Okay, wir kommen wieder raus. Ich hatte Angst, wir bleiben jetzt hier stecken. Ist die noch nicht fertig? Die sah so fertig aus. Okay, anscheinend noch nicht. Was ist denn der Zombie hier, der die ganze Zeit rumschreit? Ja, also wir holen uns jetzt unsere Kiste da oben wieder. Zumindest den Inhalt davon. Dann werden wir die Häuser da oben noch zu Ende looten. Und dann würde ich sagen, auftanken und ab zum nächsten Dorf. Jetzt gerade im Moment haben wir nichts mehr zu essen. Sind zwar mit 57% noch relativ gut gefüllt, aber wir müssen trotzdem darauf hoffen, dass wir da oben noch was zu futtern finden. Was passiert denn, wenn wir auf der Zugfahrt verhungern? Stellt euch mal vor, wir speichern jetzt, bevor wir losfahren. Und dann dauert die Zugfahrt aber so lange, wir nichts mehr zu essen haben, dass wir verhungern. Ich glaube, dann ist der Spielstand generell für den Arsch. Das wäre natürlich alles nicht so geil. Apropos Spielstand. Gleich mal zwischenspeichern. Nicht wundern, dass dort Let's Play 1 und Let's Play 2 steht. Es ist nicht so, dass ich hier zwei verschiedene Let's Plays mache oder generell den ganzen Spaß vorab schon mal spiele, bevor ich es aufnehme. Sondern seitdem mir das erste Let's Play, was ich aufgenommen habe, das Save Game verkackt ist,
mache ich jetzt immer vorsichtshalber zwei. Vor allem auch, falls das Aufnahmeprogramm mal nicht aufnimmt oder die Festplatte voll ist. Dann ist es immer sehr ärgerlich, wenn man speichert. Es danach erst auffällt. Und man dann nicht mehr zurück kann. Von daher speichere ich jetzt immer abwechselnd auf zwei Safe Games. Guck mir danach kurz die Aufnahme an, ob alles passt. Nur um nochmal sicher zu gehen. Nicht, dass wir hier auf einmal eine riesen Lücke haben im Let's Play. Das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Nur kurz zur Erklärung. Nicht, dass ihr denkt, ich mache hier irgendwelchen Unfug damit. Der Dicke liegt immer noch hier. Bei seinem Gewicht hätte er eigentlich runterrollen müssen, aber naja. Mal schauen, hoffentlich ist hier im Haus noch was drin. Zum Essen oder Trinken oder ein Energy würde ich auch nehmen, aber Essen wäre erstmal das Schönste. Hier hatten wir schon durchgeguckt. Ach, sieht das schön aus, oder? Mal ganz ehrlich. Ah, ich wollte nicht so lange rumtrödeln. Gut, hier hat man noch nicht geguckt. Wir haben wieder Geld gefunden, was uns absolut gar nichts bringt. Munition haben wir gefunden. Noch ein bisschen Stoff, noch mehr Munition. Wir finden so viel Munition, vor allem auch für Shotguns und für ja so Maschinengewehre. Aber leider finden wir keine Waffen dazu. Also eine Shotgun wäre natürlich was richtig Geiles. Hier hat man die Granate noch drin. Hier war noch ein bisschen Heilmittel. Ja, man legt sich eigentlich andersrum auf die Couch, falls du es noch nicht gewusst hast. Okay, wir haben was zu essen. Noch mehr zu essen. Okay, das ist erstmal ganz gut. Dann hauen wir uns gleich mal die Riegel rein. Nein, ich wollte doch alle nehmen. So. Okay, mit dem Haus sind wir durch. Hier liegt noch ein Ärmchen. Der Arme. Haben wir hier reingeguckt? Ja. Okay. Hier wieder zu. Wir sind ja höfliche Gäste. Was haben wir da hinten noch? Das ist bloß Zaun. Kisten. Da oben haben wir noch ein Häuschen. Dann gucken wir in das nochmal rein. Uhrzeit ist gerade mal früh um 8. Also die Uhrzeit sitzt uns mal nicht im Nacken. Aber dafür alles andere. Na komm. Ah, Mensch. Man sollte nicht die ganze Zeit rennen. Dann hat man wieder keine Ausdauer. Okay. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die Baseballschläger, beziehungsweise generell die Waffen oder Werkzeuge nicht zerbrechen. Also Werkzeuge weiß ich nicht, wir hatten es bis jetzt bloß mal bei einem Baseballschläger. Der zeigte dann bloß an, dass die Waffe kaputt ist, aber wir haben sie trotzdem noch im Inventar. Also können wir vielleicht doch reparieren oder zumindest nochmal zerlegen und wieder Rohstoffe rausgewinnen. Oder vielleicht ist es auch einfach noch nicht so weit programmiert. Aber reparieren wäre natürlich sehr schön. Wenn ich jetzt schon mal sehe, wie die Waffe auch, dass die Waffe auch kaputt geht. Na, schlag doch, come on. Warum schlägt der? Ach so, die Waffe ist kaputt. Ich dachte, wir haben keine Ausdauer. Ach, haben wir schon wieder unnötig Hit gerade kassiert. So viel zum Thema. Da fände ich es besser, wenn die zerbricht, die Waffe. Oder er einfach automatisch wechselt. Och, Mensch, der Kleine hier. Guck doch mal. Hat sich einen schönen Punkt gesucht, eine kleine Bank hingestellt. Ah, jawohl, wir haben hier einen See. Wir können unser Wasser auffüllen. Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Ja, mein Kleiner, komm her. Entschuldige, dass ich dich störe hier an dem schönen Plätzchen. Aber was wollen wir machen? Du hättest mich auch gestört. Jawohl. Ist das eine Shotgun? Ah, natürlich. Schon wieder voll? Sieht aus wie eine Shotgun. Jawohl, wir haben eine Schrotflinte gefunden. Ich freue mich. Gerade eben noch davon gesprochen, dass ich gerne mal eine hätte. Und das Spiel hat uns erhört. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Bloß sind wir schon wieder etlichst überladen. Ich trinke mal kurz ein bisschen Wasser in der Hoffnung,
Das macht ja jedes Mal ein halbes Kilo. Dann haben wir jetzt schon mal ein Kilo weg. Wie viel wiegt das? Nee, wir kriegen es nicht mit weg. Wie viel kriegen wir denn weg? Bisschen schade, dass er uns... Achso, wir haben 32 von 32. Ach Mist. Jetzt müssten wir bloß wegen der Munition nochmal hier hoch. Das finde ich eigentlich auch nicht fair. Hm, was könnten wir tun? Wir könnten so ein paar Bandagen nutzen. Naja gut, wir haben 116 Pistolen Muni und hier liegen noch 21 drin. Ganz ehrlich. Ah, nein, ich möchte es nicht liegen lassen. Ich wollte gerade sagen, was soll's, aber... Ich möchte aber auch nichts wegwerfen. Hä? Warum nicht? Achso, weil wir überladen sind. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir nicht wechseln können, oder wie? Das wäre ja... Das wäre ja sehr dumm. Nö, geht nicht. Was RCM? Ach, wir können es direkt aus dem Inventar nutzen mit der linken Maustaste. Das war mir bis jetzt noch nicht bewusst. Ich habe das jedes Mal da oben reingelegt, ich Vollidiot. So, wir haben wieder ein Kilo geschaffen. Reicht das jetzt aus, bitte? Jawohl, es hat gereicht. Langsam reicht's hier aber mal. Sehr schön. Gut, hier haben wir noch einen Fluss. Das heißt, ich würde früher oder später wahrscheinlich eh nochmal hier runter machen, um unsere Reserven aufzufüllen. Und dann machen wir uns jetzt gleich mal wieder zurück zum Zug, entladen uns und dann holen wir noch den restlichen Scheiß hier oben. Aber ich würde sagen, hier auf der schönen Bank, bei der schönen Aussicht, obwohl der Zombie ja versaut zu uns, das ist doch mal ein schönes Folgenende. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen, lasst gerne ein Abo da, ihr würdet mich krass unterstützen dabei. Und dann würde ich sagen, bis morgen zur nächsten Folge. Macht's gut!